Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von MotoGP auf der PlayStation 2. Und bevor wir hier anfangen, mache ich noch eine kleine Änderung beim Sound. Mir ist aufgefallen, es ist noch ein bisschen laut. Dann stellen wir das Ganze mal auf 90%. Ja, ich denke, das sollte passen. So. Ich habe bei den Herausforderungen noch ein bisschen was geholt. Und das wäre... Das habe ich schon geholt gehabt. Hier. Ich denke, das hier war es. Genau. Herausforderung 44 wird allen Teams zugewiesen. Was ich da machen musste, war eine Sisyphus-Arbeit, denn ich musste diese so 5 oder 6 Mal wiederholen, damit ich bei jedem Team fahren konnte. Ja. Das habe ich jetzt wirklich 5 oder 6 Mal wiederholt. Jedes Mal ein anderes Team ausgewählt, so weit wie das gegangen ist. Und ja. Bei schwer muss ich das auch noch machen. Da wird es nur 3 Saisons dauern, aber da muss ich es auch tun. Und hier, Meisterschaft mit Level C Team und niedrige Bänden, ja, das ist klar. Diese Herausforderung ist übrigens auch noch ziemlich heavy. Weil, so wie ich das gelesen habe, bedeutet das nichts anderes als die 5 Saisons. Sprich die 25 Rennen, die stattfinden, auf voller Distanz zu beenden. Also jedes Mal 50 Minuten fahren, das 25 Mal. So kann man ein Spiel aufstrecken, aber es ist einfach ein bisschen, naja, langweilig, weil es so lange dauert dann. Aber okay, auch das werde ich erledigen, aber das werde ich dann nicht im Let's Play zeigen. So, also, gehen wir mal zur Saison. Neues Spiel. Schwer. Simulation aus. Und für das Let's Play hier mache ich jetzt einfach 2 Runden. Das ist, glaube ich, auch am einfachsten. Und ich kann wählen zwischen dem Team Maxon TS, zwischen Proton, KR Modenas oder Team Bilan GP1. Es ist schwierig zu sagen, mit welchem Team man am schnellsten ist. Mit dem Mutz 500 ist man einfach recht schnell auf der Geraden und wenn ich sie richtig einstelle, kann ich auch durch die Kurven fahren damit, aber sie ist nicht unbedingt gut. Die Modus von das KR3 ist, naja, ein bisschen Allrounder-mäßig, sie ist nicht unbedingt gut in der Kurve, auch nicht unbedingt sonst erwähnenswert, aber okay. Und das Team Maxon TS, das ist also einfach so eine schwächere Version der FCC TSR vom Rang C Team und ein sehr ausgeglichenes Bike. Langsam, aber vom Handling her und auch von den Bremsen her eigentlich sehr gut zu bedienen. Aber ist offenbar auch das stärkere der drei Teams. Ich wähle jetzt die Bilan GP ein. Gerade bei Rang D mache ich jetzt immer ein Qualifying dazu. Ansonsten habe ich wohl gar keine Chance. So, Einstellung, Übertragung voll. Handhabung muss ich hier auch auf voll stellen, ansonsten komme ich nicht durch die Kurve. Weil die Reaktionszeit von diesem Bike ist so verdammt langsam. So dreht man durch. Ach ja, abkürzen darf ich hier wohl auch nicht, sonst bekomme ich Strafen. Also muss ich das tun, nichts vermeiden. Das ist die falsche Drehzahl offenbar. Scheint, als ob das Teil einen Yamaha-Motor drin hat. Ein letztjähriger Versuch. Auf dieser Strecke habe ich 6 Minuten Zeit für eine Runde, das heißt 3 Runden habe ich auf jeden Fall Zeit.
Bike dreht sich immer noch recht langsam, obwohl ich die Reaktion auf hoch gestellt habe. Naja, wenigstens geht es einigermaßen voran. Doch mitbekommen habe, dass ich wahrscheinlich kein System habe. So wie ich das mitbekommen habe, veranstaltet gibt es eine YouTube-Veranstaltung auf YouTube 2016 im Volkshaus Basel und am 15.05. gibt es das im Komplex 457 in Zürich. Ich habe mir kurzzeitig überlegt, auch hinzugehen, aber habe dann relativ schnell davon abgeraten, weil an dem Tag schon das Formel 1 Rennen in Barcelona ist und ja, so leid mir tut, aber die Formel 1 ist mir wichtiger als ein YouTube-Chat. Und auch wenn ein Blari dort ist. Muss ich ja bis zum nächsten Mal warten. Ich bin nicht das letzte Mal, wenn ich bereits kommt. So, ich habe keine Ahnung, auf welchem Rang ich bin. Ich weiß einfach, ich bin fast 10 Sekunden schneller als Hale gewesen. Aber ich denke, es wird ein Platz im Mittelfeld sein. Wenn ich schon so einen Platz haben kann, dann ist das absolut von Vorteil, weil ziehen die Gegner weniger am Start ab, ich kann sie viel früher einholen. Ja, Platz 10 hat es gereicht. Wenn ich wenigstens in die zweite Reihe komme, das wäre genial. Weil ich mit Platz 10 eigentlich auch schon zufrieden wäre. Ich denke dann mal mit dem Gruppen Rang B oder Rang A Bikes werde ich keine Qualifikation fahren müssen. Ja, und ich habe zurzeit getestet, auf der Geraden reicht dieses Bike so um die 305 herum. Auf Paul Ricard. So, scheiße. Ebenfalls scheiße. Wow, jetzt habe ich die Zeit ganz viel verloren. Meine Rundenzeit doch noch einiges steigern können. Vielleicht schaffe ich im letzten Umlauf eine 2.10, das wäre ideal. Ich denke, Paul Ricard müsste diesen Bike einiges mehr passen als zum Beispiel diese Strecke hier von Jerez oder Donning. Weil die Wieland GP1 eben sehr gut auf der Geraden abgeht. Thank you.
die Herausforderungsmedaille für die Rang C Teams niedriger, natürlich so schnell wie möglich gewinnen. Da hätte ich natürlich, wenn ich schon mit Rang D Bikes konkurrenzfähig bin. So, letzte Runde. Damit noch eine 2.10.5 hinbekommen. Sehr gut. Wohin hat das gereicht? Sogar für Platz 7. Ja, sehr gut. Eine 2.05 hätte ich nie hinbekommen, auch mit einem Rang A-Bike wahrscheinlich nicht. Da bin ich zu schlecht für. Aber eben für die zweite Reihe hat es gereicht. Da bin ich zufrieden. Aber Roberts, Biaggi, Okara, Duhan, Kribiet. Da dachte ich, Aoki, Check, Gatschieben auch. Ja. Ich würde sagen, ich bin zufrieden. Dann würde ich mal sagen, auf ins Rennen. Dabei sogar noch ein paar Werks-Hondas und Werks-Yamaha hinter mir gelassen. Das war wirklich gut. Dass ich nun den Start hinbekomme. Was ich schon mal nicht habe. Großartig. Ich darf das Feld davon einfach nicht zu weit entkommen lassen. Das Gute ist, dass ich fahre eben noch so ein 2-Runden-Rennen, daher relativ langsam am Start. Ich habe jetzt deutlich weniger zu tun, als wenn ich von ganz hinten das Feld aufrollen müsste. Ich bin jetzt schon wieder auf Platz 7. Vielleicht ist es natürlich trotzdem nicht. Das hat niemand gesagt. Ich muss halt einfach so früh auf die Bremsen, es geht nicht wirklich anders. Bike nicht. Ein bisschen was aufgeholt.